ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder ein Boxen-Video für euch. Ja, ich weiß, das zweite in Folge. Ein anderes Video war auch eigentlich geplant. Das werdet ihr aber Samstag auf diesem Kanal sehen, also könnt ihr euch darauf schon mal freuen und wir springen sofort zu der Box. Diese Box ist eine Sonderedition der Secret Box. Normalerweise ist es bei Budnikowski ja so, dass die Box alle 3 bis 4 Monate erscheint. Diese Box kam jetzt aber sehr, sehr schnell nach der letzten Box, die ich euch ja auch gezeigt habe. Ich erkläre euch nochmal kurz den Ablauf. Ihr könnt diese Box auf www.iambeautiful.de jetzt bestellen. Sie ist jetzt erhältlich. Den Link setze ich euch unten in die Infobox. Die Box kostet 19,99 € plus 3,95 € Versandkosten und sie wird zu euch nach Hause geschickt. Das heißt, ihr müsst sie nicht in einer Filiale abholen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es gibt auch nur die Filiale in Hamburg. Und wer die Filiale eben nicht in der Nähe hat, so wie ich jetzt, ich wohne in Westdeutschland, dann gibt es das nicht. Deswegen ist es sehr cool, dass man sich die nach Hause bestellen kann. Das Motto dieser Box ist Just Beautiful und ich habe mich so gefreut, als ich diese Box bekommen habe und sie ausgepackt habe, weil das für mich als Make-up-Junkie der absolute Himmel auf Erden war. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach in die Box rein und gehen die Produkte einfach mal durch. Das hier ist die Box. Ihr habt gesehen, dass hier dieser Zettel beigelegen hat. Just Beautiful ist ja das Thema und Just Beautiful kommt tatsächlich von der Eigenmarke. Diese Eigenmarke von Budnikowski gibt es seit April 2015. Und falls ihr eure Finger nicht mehr an diese Box bekommt, könnt ihr sie aber auch bei Budnikowski in Hamburg exklusiv kaufen oder im Internet bestellen auf iambeautiful.de. Die Box öffnen wir jetzt und dann kommt dieses kleine Kosmetikbeutelchen zum Vorschein. Ich finde das auch cool, das ist so ein Neoprenstoff. Finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, dann wäre es auch nicht so schlimm, wenn es mal nass wird. Und es ist eben sehr klein und handlich. Es passt aber alles rein, was man so braucht. Und wir packen die jetzt mal zusammen aus. Ich habe das alles wieder gefilmt, diesen Look, den ich jetzt habe. Das sind die Produkte, die hier drin sind. Ich dachte, so ist es einfach ein bisschen cooler, weil ihr gleich nochmal einen geschminkten Sommerlook dabei habt. Und wir schauen jetzt mal rein, was drin ist. Wie ihr gleich im Einspieler sehen könnt, hatte ich schon Foundation aufgetragen, denn ich hatte keine Foundation in diesem Produktpaket und um den Look halt komplett zu machen, habe ich dann Foundation aufgetragen. Das nächste, was ich aber gemacht habe, ist diese Eyebrow Styling Mascara benutzt. Das sagt der Hersteller, Eyebrow Styling Mascara. Dieses getönte, wisch- und wasserfeste Augenbrauengel bringt und hält widerspenstige Augenbrauen den ganzen Tag lang in Form. Die Nylonhärchen wirken verdichtend und lassen Lücken verschwinden. Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Das Produkt kostet übrigens 3,49 €. Ich finde das Produkt auch gut. Es ist jetzt die Farbe Medium, die dabei ist. Erst dachte ich, das wäre sehr, sehr dunkel. Und dadurch, dass das Bürstchen eher an ein Wimperntuschenbürstchen erinnert, ist es ein bisschen schwierig von der Handhabung, weil man sehr, sehr viel Produkt hat. Man muss also auf jeden Fall aufpassen. Im Tageslicht gesehen geht das Ganze aber. Ich werde mal versuchen, dieses Produkt mit weniger Produkt am Bürstchen vielleicht aufzutragen, sodass der Look so ein bisschen natürlicher wird. Aber an sich finde ich das wirklich toll und für 3,49 € auch überhaupt nicht teuer. Als nächstes habe ich einen Lidschattenstift aufgetragen. Und zwar ist es dieser Hypnotize Eyeshadow Stick in der Farbe 060 Starlight Serenade. Das sagt der Hersteller darüber. Hypnotize Eyeshadow Stick. Dieser hochpigmentierte, metallisch schimmernde Lidschattenstift hält bis zu 16 Stunden. Die 6 wisch- und wasserfesten Farben vom trendigen Nude bis zum dramatischen Smoky Eye lassen sich alle leicht verblenden. 3,49 € kostet der. Ich finde die Farbe wunderschön. Ich habe sie jetzt quasi als Unterlage für ein anderes Produkt, was noch enthalten ist, benutzt. Aber ich finde, dass die Farbe sehr schön ist. Man könnte sie auch solo tragen. Finde, dass sie in den Sommer sehr, sehr gut passt. Und sie lässt sich wirklich leicht verblenden. Ein super Produkt. Ich würde mich mal für die anderen Farben interessieren. Weil ich glaube, dass da noch sehr, sehr schöne Farben bei sind. Das hier ist jetzt eher so ein Nude-Ton. Wie gesagt, der passt sehr, sehr gut in den Sommer. Ist alles so ein bisschen glowy, shiny. Und das mag ich total im Sommer.
Deswegen, ich werde auf der Internetseite auf jeden Fall mal nach den anderen Farben gucken, aber diese hier gefällt mir sehr, sehr gut. Das nächste Produkt habe ich als Topper auf diesen Lidschattenstick draufgegeben. Hierbei handelt es sich um ein loses Pigment in der Farbe 050 Bronzed Sky. Ich finde die Farbe wunderschön. Sie ist sowohl eben bronzefarben oder bronzefarben als auch mit so einem Stich Roségold, was ich wunderschön finde. Ich finde auch, dass es tatsächlich sehr gut zu meiner Augenfarbe passt, weil ich ja blaue Augen habe. Das sagt der Hersteller. Loose Pigments, strahlender Lidschatten, solo kombiniert mit anderen Farben oder als Highlighter. Die langanhaftenden Loose Pigments mit integriertem Primer sind flexibel wie du. Feucht aufgetragen sind sie sogar dein perfekter Eyeliner. Kosten 3,99 €, finde ich jetzt auch nicht teuer. Ich muss dazu sagen, dass ich es eben nicht als Highlighter oder als Eyeliner probiert habe, sondern jetzt nur als Lidschatten. Ich finde aber, wie gesagt, dass sie sehr, sehr schön sind. Sie lassen sich sehr gut verblenden, beziehungsweise dieses Produkt jetzt. Und für 3,99 € ist es eben auch nicht teuer. Auch da würde mich mal interessieren, wie die anderen Farben so aussehen. Das nächste Produkt ist eine Mascara. Und ich lese euch mal vor, was der Hersteller sagt. Adorable Mascara False Lashes. Mega Volumen, ultimative Verdichtung und perfekt aufgefächerte Wimpern vereint in einer Mascara. Für einen glamourösen, falschen Wimpern-Effekt von der Wurzel bis zur Spitze. Ich finde, dass sie nicht wirklich gut verdichtet. Das kann aber einfach daran liegen, dass ich jetzt nicht so die besten Eigenschaften mitbringe für eine verdichtende Mascara. Ich finde die Mascara dennoch gut. Ich finde das Bürstchen auch sehr interessant, weil es eben hinten sehr dick ist und dann vorne spitz zuläuft. Allerdings muss ich sagen, dass ich es ein bisschen schwierig finde, weil ich mit so dicken Mascaras nicht so gut klarkomme, weil ich mich doch eben immer irgendwo dann vermale. An sich aber ein sehr gutes Produkt. Ich finde, dass sie sich leider ein bisschen abstempelt, sobald man ein bisschen schwitzt, was ja jetzt im Sommer nun mal oft der Fall ist. Aber ich glaube auch, dass diese Mascara, wenn sie ein bisschen angetrocknet ist, noch besser funktionieren wird. Deswegen lasse ich sie noch mal ein bisschen stehen und werde dann eventuell noch mal berichten, wenn sie ein bisschen angetrocknet ist. Nachdem ich dann Concealer und ein bisschen Bronzer aufgetragen habe, habe ich ein Puder verwendet, was auch dabei war. Und zwar das Even & Nude Compact Powder. So sieht es aus. Es kommt, wenn man es aufmacht, eben mit einem praktischen Spiegel. Und hier so einer Puderquaste und so einem kleinen Plättchen, womit ihr das Puder nicht dann direkt überall am Spiegel und auf der Quaste habt. Und der Hersteller sagt, Even & Nude Compact Powder, dieser federleichte, langanhaltende Kompaktpuder zaubert einen ebenmäßigen Teint. Seine mikrofeinen Partikel passen sich jedem Hauttyp an und kaschieren kleine Unebenheiten. Praktische Extras, Spiegel und Puderquaste. 3,99 € kostet das Puder. Ich finde, dass es erstaunlich gut mattiert und auch lange mattiert. Ich habe da ja immer so meine Probleme mit, weil ich eben doch sehr ölige Haut habe. Und gerade im Bereich der T-Zone und da sowieso immer aufpassen muss. Aber es hilft ganz gut. Die Farbe, die hierbei ist, ist 040 Honey, die bei mir gerade sehr gut passt. Und ich bin froh, dass auch ein Puder enthalten war, weil ich sowieso ja im Moment so auf der Suche nach einem Puder bin, was eben mattiert und wo ich nicht sofort nach glänze. Deswegen ist es ganz, ganz gut, dass es bei war und für 3,99 € finde ich es auch nicht teuer. Kommen wir zu Blush und es war ein wunderschönes Blush enthalten, finde ich. Die Farbe nennt sich 040 Tulip und sieht so aus. Also es ist sehr, sehr ein sehr helles Rosa, was so leicht ins Peachige reingeht. Ich finde übrigens im Allgemeinen, dass die Verpackungen sehr, sehr hochwertig aussehen. Das wird über das Puder gesagt. Cheek & Glow Blusher. Dieses seidige mattierende Puderrouge mit integriertem Primer überzeugt durch lange Haltbarkeit und hohe Farbbrillanz. Es lässt sich leicht verblenden und sorgt für einen konturierten, frischen und strahlenden Teint. 3,49 € kostet das Produkt und ich finde wirklich, dass es sehr, sehr schön rosa ist. Ich finde auch, dass es sich leicht verblenden lässt. Es ist sehr, sehr geschmeidig auf der Haut. Man muss ein bisschen aufpassen, weil das wirklich sehr gut pigmentiert ist und man eben sehr schnell dazu neigt, sich zu overblushen. Aber gerade für den Sommer finde ich diese Farbe sehr schön, weil sie sehr leicht ist,
sie zaubert eben so einen ganz frischen Teint und sieht, wenn man nicht zu viel Produkt nimmt, sehr, sehr schön und ebenmäßig und natürlich aus. Und ich habe lange nach so einer Farbe gesucht, die eben eher ins rosa-stichige, peachige geht, aber trotzdem eben sehr, sehr hell ist. Deswegen freue ich mich sehr, dass dieses Produkt enthalten war. Das nächste Produkt habe ich als Highlighter verwendet. Es ist aber eigentlich ein Lidschatten, und zwar der Vivid Eyes Cream Eyeshadow in der Farbe 010 Magpie. Das Coole daran ist, dass hier hinten ein kleiner Spiegel integriert ist, sodass ihr das wirklich gut auftragen könnt. Finde ich auch perfekt fürs Reisen. Ich habe ihn, wie gesagt, jetzt nicht als Lidschatten verwendet, weil ich die anderen beiden Produkte verwendet habe und habe eben gedacht, vielleicht ist es ein sehr guter Highlighter. Ich habe es natürlich falsch gemacht. Normalerweise sollte man so ein Cremeprodukt eher unter dem Puder auftragen. Deswegen ist es bei mir jetzt leider ein bisschen gecreased. Ich habe es eigentlich vergessen, weil ich normalerweise eher Puder-Highlighter benutze und dann eben nicht unter dem Puder arbeiten muss. Aber wenn man es unter dem Puder benutzt, glaube ich, dass das sehr, sehr schön aussehen kann. Also ich finde, das macht so einen total schönen Glow. Und das sagt der Hersteller dazu. Vivid Eyes Cream Eyeshadow oder Cream Shadow. Dieser super cremige Pearl-Lidschatten sorgt mit intensiver Farbbrillanz für einen strahlend schönen Augenausschlag. Speziell beschichtete Pigmente halten ihn auch bei Hitze und Wasser wischfest und leuchtend. 3,49 Euro kostet das Produkt. Ich finde die Farbe auch sehr schön. Es ist sehr sommerlich, alles sehr, sehr shiny. Tut mir leid, meine Nase ist im Moment ein bisschen zu. Es ist nicht so eine ganz krasse Erkältung oder so, aber es kann sich, glaube ich, nicht entscheiden, ob es eine Erkältung wird oder nicht. Deswegen spreche ich manchmal so nasal. Zurück zum Produkt. Ich finde, wie gesagt, dass die Farbe sehr gut in den Sommer passt. Und ich finde, dass sich eben auch hervorragend als Highlighter eignet, wenn man es unter dem Puder auftragen würde. Deswegen auch ein Multifunktionsprodukt, was auf jeden Fall bei mir nicht im Sommer fehlen darf und was ich auch mit in den Urlaub nehmen werde. Zwei Produkte bleiben noch und als nächstes habe ich einen Lippenstift aufgetragen. Es ist der Intense Finish Lipstick in der Farbe 050 Daredevil. Der Hersteller sagt dazu, Intense Finish Lipstick, der cremige, zarte Lippenstift, bietet eine gleichmäßige Farbabgabe, sehr gute Konturen, Schärfe und lange Haltbarkeit. Feuchtigkeitsbewahrende Filmbildnäher und hochwertige Öle pflegen die Lippen und verleihen natürlichen Glanz. 2,29 Euro kostet der Lippenstift. Ist ein schöner Pink-Peach-Ton. Finde ich wirklich sehr gut, auch für den Sommer. Das Tolle ist, dass das nächste Produkt, was ich euch zeigen werde, was ich aber nicht aufgetragen habe, 1:1 dazu passt. Also es ist wirklich total aufeinander abgestimmt, was ich sehr schön finde. Ich finde tatsächlich, dass dieser Lippenstift wirklich Konturenschärfe gibt. Also man hat nicht so das Problem beim Nachfahren. Er riecht auch sehr, sehr gut. So ein bisschen fruchtig, finde ich. Was bei Drogerielippenstiften eigentlich ja eher nicht so ist. Ich finde, die haben meistens gar keinen Geruch oder eben nicht so einen besonderen Geruch, aber bei dem ist es wirklich toll und auch den werde ich mit in den Urlaub nehmen, weil ich die Farbe wirklich sehr mag und sie, wenn man sie aufträgt, zwar sehr stark ist, ihr seht es jetzt, also ich habe jetzt schon getrunken, noch was zwischendurch gegessen und trotzdem bleibt so ein Stain drauf, deswegen sehr, sehr tolles Produkt und wird auch mit in den Urlaub genommen. Das nächste und letzte Produkt aus der Box ist ein Nagellack und zwar dieser Gelicious Nail Polish in der Farbe 030 Be a Starlet. Und ich habe ja gesagt, dass ich finde, dass der sehr gut zum Lippenstift passt. Und wenn man das jetzt mal so nebeneinander hält, oder? Ich finde schon, dass das sehr gut aufeinander abgestimmt ist. Der Hersteller sagt dazu, Gelicious Nail Polish, diese innovative Nagellackformel mit Plumping-Effekt schenkt ein ultimatives High-Gloss-Finish. Der breite Profilpinsel lackiert die Nagelplatte in einem Zug streifenfrei. 1,99 Euro kostet der Nagellack. Ich zeige euch jetzt mal, weil ich den ja nicht auf dem Nagel selber aufgetragen habe. Ich habe mir nämlich die Nägel erst lackiert und wollte das jetzt nicht nochmal abmachen. Das hier ist die Farbe und vielleicht kann ich euch daran auch nochmal zeigen, dass die sehr gut zum Nagellack passt, zum Lippenstift passt. Der Lippenstift sieht hier viel, viel heller aus, aber wenn man sich das wirklich nebeneinander hält, dann passt es schon sehr gut. Ich finde tatsächlich, dass es auf dem Nagelrad mehr orange aussieht, aber eigentlich ist es wirklich ein schöner Koralleton.
Und ja, für 1,99 Euro, ich muss den nochmal auf den Nagel testen, aber es stimmt auf jeden Fall, dass das hier eine Schicht ist und dass der wirklich streifenfrei ist. Es ist allerdings auch Plastik, das muss man nochmal schauen, wie sich das auf dem Nagel verhält. Ich bin aber sehr gespannt und freue mich schon, den austesten zu können. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich verlinke euch jetzt nochmal das Video zu der letzten Box und meine sozialen Netzwerke, alle in der Infobox. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!